Jesaja 60, 1 bis 2. Während die Zeit ihrem Ende zugeht, werden Gerechtigkeit und Gottlosigkeit gleichermaßen zunehmen. Die Gerechtigkeit wird Überhand nehmen, aber auch die Gottlosigkeit. Das Licht wird leuchten, aber es wird auch große Finsternis herrschen. Wir müssen uns an diese Antithese von Licht und Finsternis, von Gerecht und Gottlosigkeit gewöhnen. In Jesaja 60, 1 bis 3 spricht Gott zu seinem Volk und sagt: Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Das ist eine Verheißung für das Volk Gottes am Ende der Zeit. Die Herrlichkeit des Herrn wird über uns erstrahlen. Und inmitten der großen Finsternis, die uns von allen Seiten umgibt und die alle Nationen bedeckt, werden jene, die ein Herz für die Wahrheit haben, aus dem Dunkel zum Volk Gottes kommen, um dort das Licht zu suchen. Doch erwartet nicht, dass die Finsternis aufhören wird. Sie wird weiter bestehen und noch schlimmer werden. Doch gleichzeitig wird auch das Licht heller werden. Was Licht und Dunkelheit betrifft, gibt es ein Phänomen, das bereits bei der Schöpfung offenbar wurde. Wer gewinnt, wenn Licht auf Dunkelheit trifft? Das Licht. Vergesst das nicht. Wenn wir das Licht sind, gewinnen wir. Dann wäre da noch das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen. Da uns die Zeit davonläuft, werde ich es nicht vorlesen. In diesem Gleichnis geht es um einen Bauern, der auf seinem Feld gute Samen säte. In der Nacht kam ein Feind und säte Unkrautsamen. Unkraut, das offenbar wie Weizen aussah, aber keine Frucht brachte, ja nichts hervorbrachte, das zu gebrauchen war. Die Arbeiter des Bauern sagten: Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen? Der Bauer sagte: Nein, denn wenn ihr versucht, das Unkraut auszureißen, reißt ihr womöglich auch den Weizen mit aus. Lasst beides bis zur Ernte wachsen. Anschließend deutet Jesus dieses Gleichnis und sagt: Die Ernte sei das Ende der Zeit. Er sagt, am Ende der Zeit werden die Engel kommen und die Gottlosen von den Gerechten scheiden. Die Gottlosen werden zu Bündeln gebunden und ins Feuer geworfen werden. Die Gerechten hingegen werden als Söhne im Reich ihres Vaters leuchten. Doch vergesst nicht, dass bis zum Ende der Zeit Weizen und Unkraut Seite an Seite wachsen wird. Hier geht es jedoch nicht um die Heiden, sondern um die bekennenden Christen. Vor diesem Hintergrund gilt die Aussage, dass Weizen und Unkraut Seite an Seite wachsen wird. Wenn du sicher gehen möchtest, dass du Weizen und kein Unkraut bist, dann schau dir die Frucht an, die du hervorbringst, denn sie macht den Unterschied. Bis zum Ende der Zeit wird der Leib Christi nicht restlos gereinigt werden. Und auch dann werden nicht wir ihn reinigen. Ich bin so froh, dass ich das nicht tun muss. Die Engel werden das tun. Gehen wir nun noch zur Offenbarung 22, zu einem Wort Jesu, das ganz am Ende der Schrift steht. Offenbarung 22, 10 bis 12. Und er, der Engel, der die Offenbarung brachte, spricht zu mir: Versiegele nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Und der Unreine verunreinige sich noch. Und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich noch. Diese Aussage ist umso erstaunlicher, da sie von Gott selbst kommt. Gott sagt damit im Grunde: Wenn du ungerecht sein willst, dann mach weiter. Du hast nicht mehr viel Zeit. Hau auf die Pauke. Wenn du unrein sein willst, dann sei noch unreiner als jetzt. Doch wenn du gerecht bist, dann sei noch gerechter als jetzt. Wenn du heilig lebst, dann leb noch heiliger als jetzt. Das ist der Scheidepunkt. Und im selben Atemzug sagt Jesus: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Die eben beschriebene Situation bezieht sich demnach auf die Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn. Die Gottlosen und die Gerechten stehen Seite an Seite. Die Gottlosen werden immer gottloser und die Gerechten immer gerechter. Wisst ihr, geistlich gesehen gibt es keinen Stillstand. Du kannst nicht bewegungslos verharren. Du musst entweder vorwärts oder rückwärts gehen. In den Sprüchen heißt es: Der Weg des Gerechten sei wie das strahlende Licht, das immer heller und heller scheint bis zum vollkommenen Tag. Gerechtigkeit ist kein Stillstand, sondern ein Weg. Man wandelt in der Gerechtigkeit. Man ist unterwegs. Wenn du in der Gerechtigkeit wandelst, wird das Licht jeden Tag heller strahlen. Doch wenn du heute mit dem Licht von gestern lebst, beginnt bereits dein Abfall vom Glauben. Dann wandelst du nicht mehr auf dem Weg der Gerechtigkeit.
Es heißt also, entweder oder. Inmitten dieser Gegenüberstellung sagt Jesus ein herrliches Wort des Trostes. In Lukas 21, 25 bis 28 ist wieder vom Ende der Zeit die Rede. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Der ganze Erdball wird erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Das ist die Wiederkunft Jesu. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Wie reagierst du demnach auf den ganzen Aufruhr und die Konflikte? Verfällst du in Depression und Entmutigung? Oder sagst du, preis dem Herrn, unsere Erlösung ist ganz nahe? Siehst du, deine Reaktion zeigt dir, wo dein Herz ist. Jesus sprach von den Geburtswehen einer neuen Zeit. Er beschreibt sie in Matthäus 24. Wir greifen das später noch auf. Diese Wehen sind sehr unangenehm. Ich habe nie ein Kind zur Welt gebracht, weiß jedoch, dass das nicht gerade leicht ist. Vor der Geburt kommen die Wehen. Die Frage ist, willst du das Baby? Wenn du das Baby willst, wirst du auch die Wehen in Kauf nehmen. Keine Wehen, kein Baby. Auch hier kannst du deine innere Haltung anhand deiner Reaktion überprüfen. Wenn du sagst, es wird ohnehin alles nur noch schlimmer, das ist alles so deprimierend, ich fühle mich hundeelend. Wo ist Gott? Mir scheint, er tut überhaupt nichts. Dann lehnst du die Geburtswehen ab, denn im Grunde wartest du nicht auf das Baby. Was ist das Baby? Die Geburt des Reiches Gottes auf Erden. Sie geschieht nicht ohne Wehen. Die Wehen kommen garantiert. Wir müssen uns entscheiden, wie wir auf diese Wehen reagieren wollen. In der Zwischenzeit und inmitten dieser Ereignisse hat, wie ich bereits sagte, der Leib Christi eine Aufgabe zu erfüllen. Welche? Nochmal, bitte nochmal, das Evangelium des Reiches allen Nationen verkündigen. Betrachten wir uns nun dieses Bild von den Geburtswehen in Matthäus 24 ab Vers 7. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben. Im Griechischen steht hier Ethnos gegen Ethnos, also ethnische Konflikte. Und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Und alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Seht ihr, wollt ihr das Baby? Dann müsst ihr die Wehen ertragen. Es gibt keine Alternative. Anschließend sagt Jesus, dann, und dieses dann kommt noch öfter, dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer ist mit euch gemeint? Ich habe es nicht gehört. Genau. Euch sind wir. Das ist grammatikalisch nicht besonders schön, aber wahr. Sie werden euch in Drangsal überliefern, euch Christen, dich und mich. Wir werden von allen Nationen um des Namens Jesu willen gehasst werden. Vers 10. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Viele wer? Viele Christen. Der Druck wird so übermächtig sein, dass sie aufgeben. Um ihre eigene Haut zu retten, werden sie ihre Glaubensgeschwister verraten. Das geschieht bereits seit einer oder zwei Generationen in China und Russland. Und es ist nicht auf diese Länder beschränkt, glaubt mir. Vers 11. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Die Welt ist voll von falschen Propheten und einige befinden sich auch im Leib Christi. Wir gehen nicht näher darauf ein. Ich sage das nur, damit ihr darüber nachdenkt. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Nimmt die Gesetzlosigkeit heutzutage weltweit Überhand, ja oder nein? Das wird wohl niemand leugnen. Jesus hat das gesagt. Die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen und was wird die Folge sein? Die Liebe vieler Christen wird erkalten. Für Liebe steht hier das Wort Agape, das sich ganz konkret auf die Liebe der Christen untereinander bezieht. Unter dem Druck der Gesetzlosigkeit in dieser Welt werden es einige von uns zulassen, dass ihre Liebe erkaltet. Der nächste Vers, Vers 13, sehr wichtig. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Das Griechische ist hier noch exakter und sagt, wer aber ausgeharrt hat bis ans Ende, der wird errettet werden. Wie bewahrst du dir deine Errettung?
indem du ausharrst. Du bist jetzt bereits errettet, doch um dir deine Errettung zu bewahren, musst du ausharren. Ich sage oft und ernte selten.